Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt es ein kleines FAQ-Video von mir, da mir viele Fragen gestellt worden sind auf Facebook. Und im Hintergrund seht ihr ein Gast-Gameplay von Black Sharp. Der spielt beim Social Clan, das ist eine Double DNA mit der BAL27. So, ich würde auch gleich sagen, wir fangen direkt mal mit der ersten Frage an von Lukas Clay und er schreibt, wo wohnst du und hast du ein Vibe? Ich wohne in der Lüneburger Heide, das ist in Niedersachsen, in der Stadt Uelzen und ich bin momentan Single. Ja, die nächste Frage ist von Leon Hergenröther und er fragt, wie stellst du dir das perfekte Spiel für die Konsole, den PC vor? Und was wäre wichtiger, eine packende gute Story, in Klammern GTA, oder ein guter Multiplayer-Modus? Dazu muss ich sagen, also mir ist wirklich beides wichtig. Es gibt auch schon gute Multiplayer-Games, wo die Story auch echt packend ist. Aber wie stelle ich mir direkt das perfekte Spiel vor? Ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus Call of Duty, der Multiplayer-Teil, und The Last of Us zum Beispiel, vom Story-Teil her. Also wäre mega cool, wenn es für PC und für Konsole so ein Open-World-Survival-Game geben würde, so in Call of Duty-Style her. Aber es kommt ja bald ein neues Spiel raus und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das laufen wird. Leon Züti fragt, was ist deine schlimmste Angewohnheit, die du hast, außer Rauchen? Gute Frage. Ja, ich würde sagen, das ist meine Faulheit. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich mega faul. So, nächste Frage von Konstantin Heisig. Er fragt, warst du gut in der Schule? Ja, ich sag mal so, es ist durchschnittlich. Ich war so im Mittelfeld. Klar, es gab mal eine Zeit, wo ich wirklich gar keinen Bock auf die Schule hatte. Merkt man auch an den Noten damals, aber da gab es auch wieder Phasen, wo ich wieder richtig Lust zu hatte. Also ich war im Mittelfeld. Joe Hertha BSC fragt, wie bist du aufs Zocken gekommen? Ganz einfach, wie ich zum Zocken gekommen bin, war so ein bisschen mein großer Bruder daran schuld. Er kam damals zu Besuch und hat mir das dann alles gezeigt. Aber das könnt ihr auch in der letzten Folge auf meinem YouTube-Channel sehen, wo ich den Namen Hornisse 86 erklärt, da ist die Geschichte auch mit drin. Ibrahim Snasny fragt, schaust du Animes? Wenn ja, welche? Ich guck ab und zu Animes, aber das sind dann eher so ältere, also sowas wie Dragon Ball, womit ich halt aufgewachsen bin. Ansonsten schaue ich nicht wirklich Animes. Nächste Frage, Georg Voss fragt, wieso streamst du so gerne? Das ist ganz leicht zu beantworten. Streamen macht mir einfach mega viel Spaß. Man lernt neue Leute dadurch kennen. Und ja, der Kontakt mit den Menschen ist mir halt sehr wichtig. Mit euch, also wenn ihr meine Streams schaut, mich mit euch zu unterhalten, mit euch zusammen zocken. Also es gibt eigentlich nichts Besseres. So, nächste Frage von Dennis Konrad. Wenn du etwas in der Vergangenheit außer der Drogenzeit ändern könntest, was wäre es? Definitiv meine Schulzeit. Ich habe zwar gesagt, ich war Mittelklasse in der Schule, aber es hätte wirklich noch besser sein können, weil ich wollte damals eigentlich zur Bundespolizei, aber das hat leider nicht ganz dafür gereicht. Und ja, das wäre das, was ich ändern würde. Nächste Frage von Carlos Bonert. Bist du zufrieden mit deinem Leben und wie bist du zu YouTube gekommen? Und hättest du in so kurzer Zeit so viel Abonnenten erwartet? PS, macht weiter so, super. Also ich bin mit meinem Leben auf jeden Fall sehr zufrieden. Und wie ich zu YouTube gekommen bin? Ja, ich war eher so am Anfang der Livestreamer. Und viele, viele Leute, die mir zugeschaut haben, haben gesagt, hier, hey Hornisse, hättest du nicht mehr Bock, ein bisschen mehr, also ein bisschen was für YouTube zu machen. Und ich habe ja damals schon zu Medal of Honor Zeiten gerne Videos bearbeitet. Das ist dann halt ein bisschen in Vergessenheit geraten. Hab das dann Ganze wieder aufleben lassen, also hab dann mit YouTube angefangen, weil sie halt gerne auch Videos von mir sehen wollten. Und es macht mir wieder so viel mega Spaß, die Videos zu bearbeiten. Und also das ist wieder echt zu einer Leidenschaft geworden mittlerweile bei mir.
Und hättest du so viel Abos erwartet in so kürzester Zeit? Nein, definitiv nicht. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Okay, Namen soll ich nicht vorlesen, ist in Ordnung. Wie warst du in der Schule? Also warst du eher so gechillt oder so ein Assi? Okay, das hat ja jetzt nichts mit allgemeiner Schulbildung zu tun. Wie gut ich in der Schule war, ich kann dazu sagen, ich war eher der Gechillte. Klar, es gab manchmal so ein bisschen Raufereien und so, wo man schon mal den Assi raushängen lassen hat. Aber ansonsten war ich eher gechillt. So, die nächste Frage. Bastian Bruchmann schreibt, warum bist du vom PC auf Konsole umgestiegen? Ich sag mal so, also ich zocke ja immer noch PC, zocke aber auch auf Konsole, klar. Nach 14 Jahren nur PC spielen, wird's irgendwann langweilig. Ich habe viel schon so Singleplayer gespielt auf Konsole und wollte dann auch mal einen Multiplayer ausprobieren. Und das ist wie, ja, wie soll ich das erklären? Wie am ersten Tag, wo ich meinen PC bekommen hatte damals. Dieses Gefühl, dass das wieder so mega Spaß macht, das habe ich halt so ein bisschen vermisst und deswegen spiele ich sehr viel momentan auf Konsole. Und werde natürlich auch weiterhin auch auf Konsole spielen. Nächste Frage von Arif Bold. Welche sind deine drei Lieblingsmonstergetränke? Ganz klar der grüne, steht auf Platz 1. Auf Platz 2 ist der gelbe. Und auf Platz 3 ist der blaue. Nächste Frage ist von Alexander Keutel. Hättest du damals, als du angefangen hast zu zocken, gedacht, dass du jemals Streams oder YouTube machen würdest? Nein. Nächste Frage von Marc Weise. Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Dazu kann ich nur sagen, schaut euch das letzte Video an, da ist die Frage beantwortet. Nächste Frage von Marius Stöß. Was machst du sonst so, wenn du kein BO2 spielst? Was ich sonst so mache? Ja, ich gehe arbeiten. Und ansonsten spiele ich GTA oder zocke ein bisschen auf dem PC, Arma 3, DayZ. Also ich leg mich jetzt nicht nur auf ein, zwei Spiele fest. Nächste Frage von Mark. What else? Er fragt, hast du noch viel mit deiner Familie zu tun? Klar, mit meiner Mutter habe ich regelmäßig Kontakt. Mit meinem Vater, ihr wisst, mein Vater ist schon verstorben. Und mit der restlichen Familie, so Verwandte, eher weniger, aber trotzdem noch Kontakt. Nächste Frage kommt von Marvin Mellein. Er fragt, was war dein erstes Spiel, wo du richtig durchgezockt hast? Das ist ganz einfach zu beantworten. Ich habe damals Medal of Honor Elite Assault, auch sehr erfolgreich, würde ich sagen, in der ESL. War so mein erster Shooter, den ich online gespielt habe. Nächste Frage kommt von Michael Greiner. Hast du in deinem Beruf den Meistertitel? Nein, den Meistertitel habe ich nicht, da der Meisterbrief sehr teuer ist und so viel Geld kann ich dafür nicht aufbringen. Nächste Frage kommt von Nikolas Lauf. Er fragt, welcher war dein Lieblings-Comic-Superheld? Boah, da gibt es so viele. Spider-Man. Spider-Man war, den habe ich immer gefeiert. Spider-Man war richtig cool mit seinen Spinnennetzen oder allgemein, wie er so durch die Luft fliegen konnte. Nächste Frage von Nils Jakob Schaudig. Er schreibt, wenn es hart auf hart kommt, was keiner hofft, und du eine Umschulung machen musst, was würdest du lernen wollen? Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann möchte ich so in den kaufmännischen Bereich gehen, da ich das wirklich sehr mit meinem Beruf verbinden kann. Nächste Frage von Okan Yaman. Er fragt mir, wie viele Jahren hast du das erste Mal einen Shooter gespielt und welches war das? Meinen ersten richtigen Shooter habe ich mit 16 gespielt und das war Medal of Honor Elite Assault. Dann die nächste Frage von Osman. Er fragt, mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Call of Duty zu zocken? Mit 16. Ja, 16 war ich da. Ja, Freunde, und das soll es jetzt auch schon erstmal wieder gewesen sein von meinem neuen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, Daumen runter. Würde mich auch wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr auch Fragen unter in den Kommentaren stellt für die nächste Folge. Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Wir hören uns zum nächsten Mal. Haut rein!